du heute etwas erholt? Heute bin ich erholter. Und dann rufen wir an. Ja, passt schon. Alles ist gut. Fein. Erzählt. Wir kommen von lauter Horchen zu nichts anderem. Ja, jetzt verknüpft sich das ein bisschen, ne? Wunderbar. Wirklich wahr. Es verknüpft sich immer mehr. Ja. Mhm. Die Weisheit liegt im Einfachen, nicht im Komplizierten. Ja. Mhm. Wenn man loslässt. Das sind alles in Puzzlestücke, die sich lückenlos wieder zusammensetzen. Mhm. Ja, genau. Es offenbart sich ein Wunder nach dem anderen. Mhm. Es ist halt immer wieder, wenn der Zweite sich aufbäumt und man meint wieder, man muss die logisch denken. Diese Logik ist die Falle. Das Gefängnis. Das ist das Gefängnis, in dem man sich selbst einsperrt. Ja. Das ist das, was man verstehen muss. Dass immer wieder die Logik in einen einbricht und dann wieder mit alten Strukturen gedacht wird. Mhm. Ich sage, darum geht es gar nicht. Schau einfach, was ist. Ja. Beobachte den ständigen Wechsel. Genau. Das Bewusstsein will nichts verändern. Es ist das, was sich verändert. Ohne sich zu verändern. Genau. Kann man so schön, wenn man mal die Zeit überwunden hat, wenn ich sage, der Leser ist am Ende des Buches immer noch derselbe Leser wie am Anfang des Buches. Der Geist, der ein Leben durchlebt, ist am Ende des Lebens immer noch derselbe Geist. Mhm. Er hat bloß ein Leben mehr, ein Buch in seinem eigenen Bücherregal mehr gelesen. Ja. Was im Buch die Seiten sind, sind im Bücherregal die Bücher. Ja. Aber es spielt sich alles immer hier und jetzt ab. Genau. Es ist so einfach zu verstehen, wenn man es einmal verstanden hat. Mhm. Solange der Zweite sich immer wieder aufbäumt, das sind Zeichen, ich könnte euch Geschichten erzählen ohne Ende von der Geistlosigkeit der Figuren im Traum. Mhm. Früher habe ich immer gesagt, hier und jetzt gedacht. Ja. Ich kann dir bloß die Nase 2 Zentimeter über die Scheiße halten, wenn du dann immer noch nicht riechst, was stinkt. Ja. Dann kannst du eigentlich nicht anders. Ja, genau. Das ist die Sturheit des Egos. Ja, man prügelt nur auf sich selbst. Immer. Der Einzige, der auf einem einprügelt, ist das eigene Ego, das eigene Wissen, die eigenen Interpretationen. Das ist der Einzige, der dir Angst macht. Niemals der Reizauslöser. Ja, ja. Mhm. Solange du in dem Wahn lebst, zu meinen, die Reizauslöser sind dran schuld, wie du dich fühlst. Es sind deine Interpretationen. Mhm. Es gibt in der rein virtuell ausgedachten Welt keine Qualität. Ich sag mal, es gibt keinen guten und keinen schlechten Film. Wenn ein Film läuft, läuft ein Film. Genau. Qualitäten entstehen durch das Wertesystem des Beobachters. Das macht deinen Schwamminhalt. Mit dem du zurzeit arbeitest, den du dir aber nicht raussuchen konntest. Ja. Da wird dir ja klar, dass man Gedanken nicht retten kann. Das ist, was ist. Du kannst dann Gedanken auch nicht erklären. Wir können jetzt immer wieder das Wort Gedanke kann ich austauschen mit Information und ich kann es austauschen mit Mensch. Weil ja. Das, was ich Mensch nenne, ist prinzipiell, wenn es auftaucht, ein Gedanke. Ein Gedanke. Mhm. Und jetzt lasse ich natürlich immer noch diese Hälfte der angeblichen Realität weg, was eigentlich nur die Verabrille ist. Das machen aber die 4 Stufen der Vergessenheit, wenn man verstanden hat, dann müsste das vom Tisch sein. Es bleibt eine Information, ob es eine sinnlich wahrgenommene Information ist, oder ob es einfach nur ein Gedanke ist. Beides ist eine Information. Genau so ist. Das spielt sich immer hier und jetzt ab. Und eine Riesenfreiheit kriegst du, wenn du mal begreifst, dass es wirklich unmöglich ist, das an Gedanken von sich selbst zu erklären. Das heißt, es gibt nichts Existierendes, das das verstehen kann. Und wenn man natürlich jetzt noch in dem Dilemma hängt, dass man sich mit einem Gedanken von sich selbst verwechselt, dann wird es sehr problematisch. Ja, genau. Man kann immer nur Danke sagen. Und den Rest, der passiert. Es passiert, das Leben passiert ganz einfach. Was man jetzt wieder die Leidensgeschichte nennt, die Passion. Das Passieren ist ja immer auch ein Vorüberziehen, eine Passion. Aber das Vorüberziehen, es zieht nicht von der Vergangenheit in die Zukunft. Ja.
Es ist dieses transversale Spiel im ewigen Hier und Jetzt. Man spielt seine Rolle, sagt er, und vergisst dabei nicht, wer man ist. Richtig. Wer man selbst ist, rot geschrieben. Das darfst du nie vergessen. Der, der immer ist. Auf das bezieht sich das Ich bin du in Holofeeling. Ja. Dann wirst du feststellen, dass du alle Rollen spielst. Alle. Und jetzt machen erst die Sätze das, was du einen anderen tust, tust du dir selbst. Im Positiven, im Negativen. Dann wird dir der ganze Wahn bewusst, wo so schizophren ist in der momentanen Welt, die wohlgemerkt eine Führerscheinprüfungsbogenwelt ist. Ja. Das heißt, all diese Fehler, das ist ja, wenn man von einem Fehler spricht, der Fehler ist nicht falsch, es fehlt etwas. Wenn was fehlerhaft ist, ist es unvollkommen. Nicht falsch. Ja. Da muss man auch verstanden haben, diese Verbesserung, wie ich das immer nenne, verbessern ist nicht irgendetwas, was schon ist, was schon gedacht wurde, vernichten zu wollen. Im Speicher kannst du es eh nicht vernichten. Vollkommen. Das ist ja immer die Sätze jetzt in der modernen Alltagssprache, modern ist natürlich auch wieder Zeit, ein Zeitphänomen, die Mode, aber jetzt, was wir auch immer jetzt nennen, ihr wisst es, jetzt im Rotgeschriebenen ist sehr, sehr ewig nicht zu fassen, aber das, was du jetzt nennst, das kann ich nicht einmal sagen, wenn du das Gespräch anhörst. Ja. Sieht es so aus, dass man doch sagt, das Internet vergisst nichts. Ich setze für Internet Gott. Genau. Aus dem kommt alles. Und man muss natürlich jetzt begreifen, wenn man sagt, ja, das hat es ja früher nicht gegeben. Was früher zeitliches Denken ist immer die Falle. Genau. Es ist immer alles jetzt und was auftaucht, taucht jetzt auf. Und die Fähigkeit, wie ich immer sage, eine jetzt gedachte Information rein gedanklich um sich herum in Raum und Zeit zu verstreuen oder von der reinen feinstofflichen Gedanken auf die Verabrede zu holen, zu realisieren, ich nenne das einmal realisieren, zu materialisieren, das ist alles eine Illusion. Dann wirst du feststellen, dass die Materie heißt ja eigentlich ursprünglich lateinisch aus Holz gemacht und jetzt haben wir schon wieder die Normung von einem All. All ist es ja. Und das hebräische Wort für Holz ist ja Etz. Das ist eine augenblickliche Geburt mit Holofeeling. Jeder Moment ist aus Holz gemacht. Das sind augenblickliche Geburten. Wir können das deutsche Wort Baum nehmen, dann haben wir BA. Das heißt also herausgehen, wenn wir es hebräisieren, BA. Wir können auch sagen, eine polare Schöpfung ist eine aufgespannte Gestaltwerdung. Jetzt haben wir den Baum. Ja. Wir können das Bau deutsch lesen und das M hinten als hebräisches Suffix, was ja ihr in Bezug auf Geistesfunk ist, dann heißt es ihr Bau. Ja. Jeder baut sich seine eigene Welt. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Geist. Man darf nie, wie gesagt, den Fehler machen, dass man jetzt die Figuren im eigenen Traum meint, dass immer die anderen das auch sehen müssten. Die anderen sind immer nur Kisten, wo du bestimmst, was die sehen. Das macht mir übrigens mit Holofeeling sehr, sehr genau. Wenn ich immer wieder sage, egal wen du jetzt denkst, inklusive dich selber, das sind einfach nur Protagonisten wie in einem Roman, der von einem Autor geschrieben wird. Und der bestimmt auch die Charaktere, die er sich ausdenkt. Ja. Das heißt, für dich wird jeder Trockennasenaffe so erscheinen, wie du ihn dir selber ausdenkst. Problematisch wird das Ganze natürlich, wenn man vergessen hat, wer man ist und man meint, man hat mit seinen eigenen Gedanken, die man sich ausdenkt, nichts zu tun. Das ist, da beginnt jetzt die eigene Entgeistigung, damit zwangsläufig die Entgöttlichung. Das kann man nur immer wieder wiederholen. Wenn du einen Hauch von Geist hinter der Maske hast, das, ich sage immer, was Ausgedachtes ist prinzipiell, du bist der Geist für alle, die du dir ausdenkst. Du solltest dich irgendwann einmal fragen, was ist da in mir drin, das sich so massiv wehrt, wo ich immer wieder sage, das Ego. Es dürfte dir doch klar sein, und ich rede jetzt mit dem Geist, der sich dieses Gespräch anhört. Zwangsläufig, wenn du jetzt sagst, ich habe mit dem Gespräch nichts zu tun, ich sage immer wieder, du bist derjenige, der es erschafft.
Wenn du ein träumender, nimm doch nur die Metapher des träumenden Geistes. Mhm. Wenn jetzt da der Zweite sagt, das ist unmöglich, schlägst du dir schon wieder dir selber die Tür zu von deiner eigenen Gefängniszelle, mhm, der du drin steckst. Mhm. Es geht dir um nichts, als um, wenn ich jetzt auch Bewusstseinserweiterung, das ist so, das passiert schon wieder von ausgedachtes Bewusstsein. Bewusstsein kann sich auch nicht erweitern. Bewusstsein ist nichts und alles. Ja. Man muss wirklich verstanden haben, was man ist. Darum ist immer wieder so eine Sache, solange du in dem Wahn lebst, dass du meinst, du hättest mit dem, was du denkst, nichts zu tun. Mhm. Das meint jeder normale Mensch. Dass ich immer wieder sage, solange du in dieser Rolle bist, du nimmst ein Fetzen Papier, wo Farbe drauf gespritzt ist, da stehen Worte drauf und dann weißt du, wenn du das anschaust, du kannst es beobachten, wenn du neben dir stehst und einfach nur schaust, was passiert. Wirst du sprechen, also der du zu sein glaubst, wird in dem von dir jetzt ausgedachten Kopf zum Sprechen anfangen. Du nennst es Denken. Ja. Und diese Worte werden dann eventuell zu Vorstellungen, wobei die meiste Zeit jetzt, wenn du mir zuhörst, werden die Worte nicht zu Vorstellungen. Das sind eigentlich schon Chats. Mhm. Wenn ich jetzt irgendeinen Namen nenne, Trixi, mhm, irgendeinen Namen, Mergel, mhm, dann machst du ja kein Bild. Ja. Aber das ist immer ein ganz gewisses Chat, das ist eigentlich schon Chatting. Ja. Du kannst jetzt in einem gewissen Maß Vorstellungen davon machen, aber du wirst feststellen, dass egal welches Bild du dir machst, bei größeren Begriffen, wenn ich jetzt bei euch zum Beispiel bei die Doni-Programme Grünau sage, mhm, ist nur das Wort Grünau da. Mhm. Und jetzt kannst du natürlich, wenn du dir über das Wort, wenn du in diese Kiste Grünau reinschaust, wirst du feststellen, wie viele Bilder und wie viele Erfahrungen da drin sind, im Laufe der Zeit. Weil Zeit ist ja die ganze Zeitgeschichte von Grünau drin. Grünau hatte zum Beispiel mal eine ganz tolle Schulrektorin. Kennst du die Helene? Möglicherweise. Ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern, wo du mir erzählt hast, du warst das vor dem Ruhestand, wo ich noch sag, die 3 Jahre bringst du noch rum. Jetzt bist du so und so viele Jahre in Rente und dann war irgendwie in der Grünau war Bürgermeisterwahl. Und dann sind die 2 Bürgermeisterkandidaten, kleiner Ort von Haus zu Haus gegangen und haben Werbung gemacht für sich. Und wo du dann zu mir sagst, die Burschen waren beide bei mir in der Schule, jetzt wollen sie Bürgermeister werden. Da merkt man dann irgendwie, wie man mit Anstand alt wird. Ja, genau. Das ist ein Kommen und Gehen, ein Kommen und Gehen. Und das ist doch so einfach, wenn ich immer wieder sage, wenn du jetzt einmal das, dich wirklich als Geist begreifst, der jetzt ein ganz bestimmtes Leben durchlebt, eine Rolle spielt, ein Leben lang. Ich rede jetzt nicht von irgendeiner chronologischen Zeit, ich mache ein Zeitfenster auf. Jetzt kann ich nicht sagen, vom Säugling bis zum Greis, weil das Leben beginnt eigentlich erst so, hängt wieder vom Leben ab, ich sage mal so mit 3, 4 Jahren, wo die letzten Rückerinnerungen sind, je nachdem, was du für Kindheit hattest. Dass der es erlebt, sich wirklich nicht verändert. Nein. Ich kann das immer und immer wieder bloß sagen, vor was hast du dann Angst? Als Kind kommst du nicht groß drauf, die Angst zu machen, dass du den Körper verlierst, als Jugendliche. Du hast immer Wichtigeres zu tun, als dir Gedanken zu machen, was du selbst bist. Mhm. Und jetzt wirst du eigentlich schmunzeln im Angedacht, solltest du einmal in gewissen Situationen Überlebensängste gehabt haben, dass du den Körper verlierst, da ist dir einfach nicht bewusst, es ist ein totales Unbewusstsein, dass du den schon innerhalb dieser Geschichte ständig verloren hast, aber immer im Hier und Jetzt. Ja. Dass da kein Hauch ist, dass man älter wird. Außer das Programm ist so mächtig und redet dir das ein, oh, ich bin ja so alt, ich bin ja bla bla bla, das ist doch schon wieder das Programm. Ja. Nicht der, der es erlebt. Du erlebst deine eigene Ausgestaltung und es ist nicht nur dein Körper, sondern wie ich immer wieder sage, die höhere Ebene beginnt, indem du begreifst, bisher hast du gesagt, ich bin dieser Körper als Information und alles andere bin ich nicht. Und jetzt begreifst du, dass dein Körper diese Traumwelt ist, die du momentan erlebst. Das bedeutet Holofeeling. Das ist der Kern, die Kernerkenntnis von Holofeeling. Und es bleibt was Intimes, was ich immer wieder sage, dieses In-Time. Dieses Intime ist das Wunder. Das ist das große Wunder dabei. Genau. Mhm. Dass man sich in einer Zeit erlebt, obwohl man da gar nicht drin ist. Mhm. Ja. Das ist ungefähr so das Gefühl, wie wenn du ein Schauspieler bist und du schaust dir dann den Film an
wo du eine Rolle gespielt hast und dann beobachtest du dich, als wäre anders. Ja. Auf der Leinwand deiner Verabrede. So läuft's ab. Nun hat man nichts, man lässt es einfach geschehen. Was macht eigentlich ein Samen, dass es zu einem Baum wird, wo ein Haufen Früchte wieder dranhängen? Nichts. Er lässt es einfach geschehen. Offensichtlich sind Bäume intelligenter wie Trockennasenaffen. Offensichtlich. Ja, wirklich. Und so, ihr merkt es, man muss es wiederholen, wenn du es an das erste Mal sagst und die haben dann eine panische Angst, dass sie sagen, ah, oh, und die ganzen Bücher lesen. Ich sage, musst du doch gar nicht. Wenn es auf deinem Film nicht drauf ist, dann ist doch das gar nicht. Und wenn es auf dem Film drauf ist und du magst es gern, dann wirst du sogar 5-6 Mal lesen. Ich möchte nicht wissen, wie oft ihr die ganzen Bücher schon gelesen habt. Ja, genau. Da gibt es mittlerweile mehrere. Wenn ich immer sage, das sind weit über 20.000 Seiten. Und da kannst du jetzt rein, wenn wir jetzt mal bewusst ausgedacht unseren Chat-Ordner nehmen, bin ich davon überzeugt, dass da mindestens 50 Mann dabei sind, die nicht nur jedes Selbstgespräch und jedes Update nicht nur einmal angehört haben, sondern auch die Ohrenbarungen. Da kann ich manche, die sagen, dass ich bin, habe ich bestimmt schon 5-6 Mal gelesen. Auch die Selbstgespräche immer und immer wieder. Ja, wann machen die dann das? Haben die denn nichts zu arbeiten? Ich sage, hast du denn immer noch nicht begriffen, dass deine chronologische Zeit das Trügerischste ist, was es überhaupt gibt? Dass man irgendwann mal feststellen, kann man das eigentlich alles machen? In einer vorgestellten Zeitspanne ist eine Zeit extrem was Relatives. Dieses simple Beispiel, wenn ich sage, wenn dein Bewusstsein Ebenen wechselt, die du noch gar noch nicht mitgekriegt hast, dieses Inceptions, Traum in Traum in Traum, dass die Zeit sich dann extrem verändert, ohne dass sich das Zeitgefühl verändert. Das ist ganz wichtig. Mhm. Schon, wenn man im Bett ist und nicht schlafen kann. Dieses simple Beispiel, du kennst es. Du kannst nicht schlafen, du schaust auf den Wecker, es ist 3 Uhr. Oh, sagst du, die Nacht geht nicht rum. Das ist ein kleiner Moment, wo du die Augen aufmachst. Du machst die Augen wieder zu, dann grübelst du über was auch immer. Und gefühlte 2 Stunden später, machst du die Augen auf und es ist wirklich 5 oder 10 Minuten später. Es ist 3:05 Uhr. Und wenn du jetzt wachtest, beobachtest, müsstest du eigentlich sagen, das kann es doch überhaupt nicht geben. Ich habe doch jetzt mindestens 2 Stunden über was nachgedacht, dass das nur 5 Minuten waren. Offensichtlich ist, sobald du die Augen öffnest, ein anderer Zeittakt da, wie wenn du nur im feinstofflichen Bereich bist. Ja. In der Computertechnik könnte ich dir jetzt das wieder erklären, dass wenn du einen Prozessorcomputer hast, einen alten, dass die Grafikkarte und die Grafikaufwertung unheimlich viel Rechenkapazität wegnimmt. Das heißt, in dem Moment, wo du den Bildschirm einschaltest, läuft die Taktung für die eigentlichen Berechnungen wesentlich langsamer. Das heißt, du denkst viel, viel schneller, wenn du keine sinnlich wahrgenommen, wenn du die Farbbrille nicht einschaltest. Aber das kommt dir nicht schneller vor, wenn du Geist bist, weil für Geist ist immer alles jetzt. Dieses Nacheinander ist doch eine Vorstellung. Und das habe ich so schön gesagt, wenn wir mal den Takt anschauen, auf der allerobersten Ebene tauchen eigentlich nur bei den Geräuschen tauchen die Buchstaben auf. Wenn ich immer sage, W, ich mache es mal langsam, W, A, S, S, E, R, Wassermelone. Das ist ja schon ein Zeitfenster. Ja. Das Wassermelone ist ja nicht im Jetzt, sondern da machen wir ja schon wieder Buchstaben, die wir kleine Buchstaben raushängen, die wir in eine Reihe stellen. Ja. Das heißt, was die Worte in einer Zeile sind, sind die Buchstaben in einem Wort. Und dann habe ich ganz oben habe ich den schnellsten Takt. Ja. Dann habe ich Wort, jetzt flackert schneller, Wort, dann Zeile, Seite, jetzt wirst du schon, es dauert noch länger. Ja. Aber diese Chats sind alle jetzt. Das erfordert ein vollkommen neues Denken und dann wirst du irgendwann nochmal begreifen, dass du mit Lichtgeschwindigkeit denkst. Aber wenn man mit Lichtgeschwindigkeit denkt, dann ist alles hier und es wird jetzt gedacht, egal was du denkst. Jetzt kann ich in die tieferen Schichten gehen und umso tiefer ich gehe, wird es immer komplexer. Du gehst immer mehr dieser aufgespannten Ewigkeit entgegen, die auf der Oberfläche gar nicht begreifbar ist, in der Welt der vergänglichen Erscheinungen. Im ganzen Kampf ums Überleben, in dieser Lüge, in der Heuchelei und immer dran denken, ich denke mir das ganz, ganz bewusst aus. Ja. Ich hatte jetzt wieder eine schöne Überschrift in der Bildzeitung, glaube ich, in der Bildzeitung war es.
zwar als Universität, einige, die haben jetzt wieder Forschungsgelder gekriegt, jetzt sind sie richtig auf dem Weg, den Krebs komplett auszurotten. Aha. Da haben sie jetzt wieder, ich weiß nicht, wie viele Millionen Forschungsgelder gekriegt, um jetzt mal richtig loszulegen und den Krebs auszurotten. Ich sage, was machen die, wenn ihnen das gelingt? Dann rationalisieren sie ihren eigenen Arbeitsplatz weg. Ja. Da finden sie es. Das hat überhaupt noch keiner gecheckt in seiner Heuchelei des Gutmenschentums, dass hier, wenn man jetzt mal allgemeine Statistiken sich anschaut, dass eigentlich überhaupt noch gar keine, jetzt ist, wir sind jetzt in der momentan ausgedachten Führerscheinprüfungsbogenwelt, dass also tendenziell die Krankheiten und die Arztbesuche explosionsartig angestiegen sind, seit die Medizin so gut geworden ist. Genau. Ich sage, wenn die doch besser waren, es muss doch weniger Kranke geben. Wieso gibt es immer mehr Kranke? Ja. Oder dass ich meine, die Gerätemedizin, dass sich da irgendwas verbessert hat. Dass das besser geworden ist durch diese Gerätemedizin, weil man ja mehr Möglichkeiten hat, jetzt mit Kernspinnen und all dem ganzen Zeug. Es ist ungefähr so wie mit dem Handy. Ja. Es hat zwei Seiten. Wobei ich dir gleich sagen kann, wenn du es einmal ganzheitlich siehst, dass in deiner Welt momentan eigentlich die negative Seite das ist, was ist, obwohl du meinst, das ist die positive Seite. Ich habe schon mal gesagt, mit deinem Handy, die positive Seite oder der Computer mit Internetanschluss ist, dass du eigentlich einen direkten Zugang zu einem riesen Pool von Wissen hast. Mhm. Das ist das Positive. Das aber nicht zur Weisheit geführt hat, sondern zu der absoluten Verblödung der Menschen, die du dir ausdenkst. Die komplette Entmündigung des Selberdenkens, weil jeder schaut nach. Früher musste man noch selber denken, früher musste man noch kämpfen für Wissen. Ein junger Bursch, ich kann mich erinnern, wenn ich jetzt an Udo zurückblätter, ich bin mir vorgekommen, wie in dem Film Nummer 5 lebt, ich brauche mehr Input. Und da war jede Kleinigkeit, wo du haben musstest, da war ja schon ein ganz normales Lexikon mit 800 Seiten, aber ich meine, das war so meine erste Informationsquelle. Das ist nichts. Und dann konnte ich vom Hören sagen, den großen Bockhaus. Diese 20 Bände oder was das waren. Das war natürlich unerreichbar teuer, das Tal. Das ist ein Nichts, wenn du ein Smartphone in die Hand nimmst und ins Internet gehst. Ja, so ist. Das ist auch mit allem drum und dran. Aber die Schwierigkeit, wo ich seit 20 Jahren immer wieder darauf hinweist, dann kommen ja die ersten Computer mit raus, mit dem Internetanschluss, dass man überhaupt nicht mehr denkt, sondern man schaut nach. Und ich sage, du kriegst halt wirklich auf jede Frage kriegst du Antwort. Und das Verrückte ist nicht nur eine, sondern tausend verschiedene. Immer dran denken, es gibt keine Internetseite, die du mir zeigst, wo ich dir nicht zu irgendwelchen Themen, wo ich dir nicht welche zeige, wo was anders behauptet wird. Das heißt, diesbezüglich brauchst du eigentlich gar nicht nachschauen. Na. Du wirst jetzt nämlich wieder das, was richtig ist, mehr oder weniger aus den Zeiten holen, denen du dein Vertrauen schenkst, und das sind die Seiten, die wieder einhergehen mit einem Schwamminhalt. Du kommst aus deinem Gefängnis nicht raus, aus dieser Begrenztheit des Glaubens, der Religion, der politischen Anschauung. Ja. Mhm. Wenn du mal die beiden Seiten gleichzeitig erkannt hast, dann wirst du das feststellen. Fokussiere dich und schau immer wieder, wo ich sage, schau, wo du sympathisierst, wo du auf der Plusseite hängst und wo du dagegen bist. Und genau das bedeutet, liebe deine Feinde. Das Ra. Genau. Mhm. Das ist der berechnete Augenblick. Das schreibt sich 270. Mhm. Liebe jeden von dir berechneten Augenblick und mach dir bewusst, dass du momentan in einer Welt der Einseitigkeit bist, der Perspektiven bist, und zu diesem einen Augenblick, der nur eine Perspektive von einer höheren Kollektion darstellt. Mhm. Um die zu vervollkommnen, brauchst du all das, was du bekämpfst. Mhm. Es sind diese simplen Kindergartenbeispiele, wo ich sage, wenn du in der momentanen Bibliothek in gewissen Büchern Leben Verbrecher bekämpfst, würde dir das gelingen? Würdest du die Polizei ausschalten, weil die dann vollkommen unsinnig wäre, dass man Polizisten bezahlt? Jetzt wieder normal, ihr merkt, das ist eh so weit weg von dem, was wirklich ist. Mhm. Aber die Schwierigkeit ist, dann fallen die ganzen Krimis raus. Ja, genau. Mhm. Ja. Wenn die Krankheiten weg wären, wird man keine Ärzte mehr brauchen. Dann fallen aber die ganzen Arztfilme weg. Ja. Die ganzen Krankenhausgeschichten fallen weg. Und wenn irgendwas fällt, was prinzipiell aufgetaucht ist oder noch auftauchen kann, entheiligst du dieses unendliche heilige Ganze. Genau.
Und den Zustand? Ja. Und du hast deinen Feinden deine Freunde machen. Darum ist ja immer wieder, wenn ich sage, dieses Liebe deine Feinde und Liebe deine Nächsten eigentlich, Liebe deine Nächsten und Liebe deine Feinde ist auf Hebräisch im Alten Testament geschrieben, ist dasselbe Wort Ra. Ja. Dann spricht es halt anders aus. Das sind immer die zwei Seiten, wo ich sage, das ist in jedem, auch wenn man das oft nicht sieht, in einer Radix. Am einfachsten ist das Rot-Blau lesen. Ich habe das schöne Beispiel jetzt gebracht mit dem Brief, wo ich geantwortet habe im letzten Selbstgespräch. Mhm. Ja. Ich, du musst ja bloß mit der Frau war, wieso ist die Frau bloß weiblich? Ich sage, prinzipiell kannst du alles jetzt symbolisch rot oder blau lesen. Mhm. Du bist da sehr eingeeicht. Das Hauptproblem auch mit Wirklichkeit und Wahrheit. Es ist so simpel zu verzehen, diese Gedankengänge, wenn du mitgehst, über die gibt es nichts zu diskutieren. Schon wenn einer diskutieren will, hat er nicht zugehört. Ja, was meint ihr, wie oft ich das auch, wenn ich Tipps gebe? Ich sage immer wieder, geh durch das Gewisse durch. Und ach, ich will jetzt da keine Namen nennen. Da merkst du, Menschen demonstrieren in erster Linie ihre Geistlosigkeit. Ich sage spätestens, ihr wisst, ich nehme nicht viel auf dem Uder, wenn ich schon einmal, ich mische mich ja nirgends ein, wenn ich schon mal Tipps gibt, dass man gewisse Hürden überspringen kann und sobald der Uder weg ist, dann machen sie gerade wieder das Gegenteil. Ja. Weil sie meinen, sie müssen auf eine Nummer sicher gehen, weil sie wieder auf ihre Logik vertrauen. Alles voran, was Medizin und Arzt, ich will nie sagen, geh nicht zu einem Arzt. Ja. Mach es, das ist zum Kopfschütteln. Ja. Verbesserlich. Ja. Einfach nur unverbesserlich. Ich will eine Zweitmeinung einholen. Ja, ja. Ich sage, wenn einer verstanden hat, wer ich bin, wenn er mir wirklich vertraut, ich will eh nicht direkt sagen, mach dieses oder jenes. Genau. Dann brauchst du keine Zweitmeinung. Wenn du es verstanden hast und wenn du mir noch nicht vertraust, dann wirst du eine Zweitmeinung einholen und du ziehst eine Arschlochkarte auf 100%ig. Ja. Das ist halt die Schwierigkeit, weil ich mich nicht einmische. Die meisten meinen dann so schön, sag mir, was ich tun soll, dann tue ich's. Erinnert euch an mein Beispiel, wo ich sage, was bringen Wunder? Die zwingen eigentlich nur, das heißt für Menschen mit zwei Charakteren, das ganz simpel, ganz am Anfang von Ich bin du. Ich sage, die eh nicht glauben wollen und du bringst jetzt irgendein Wunder, das eigentlich nur ein Zaubertrick ist, sage ich immer wieder, aus einem Faridee, die zerbrechen sich nur den Kopf, wie ich das gemacht habe, wo der Trick ist, weil sie eine logische Erklärung für ihre Logik haben wollen. Ihr wisst, man kann jeden Zaubertrick entzaubern. Jetzt normal diese im Faridee. Ja, so unglaublich das im ersten Moment aussieht, wenn man die Lösungen hat, sind die meistens ganz, ganz einfach. Die Erklärungsmodelle, wie es gemacht wird, dass man so eine Täuschung unterliegt. Das ist, und die zweiten, die blind glauben wollen, die lassen sich dann von dem Zaubertrick beeindrucken und dadurch werden die auch nicht frei. So ist. Und es ist, ich habe ja schon die Rhetorik in den Sätzen, ich muss es nochmal, weil es mir gerade einfällt. Wenn ich jetzt neutral spreche, du fasst nichts hinzu. Das ist die einen sagen, wenn du der Menschensohn bist, beweise mir, dass du wirklich der Menschensohn bist und dann glaube ich dir alles. Das war jetzt mal ganz gleichmäßig dahingesprochen. Und jetzt nur die Betonung, wenn du der Menschensohn bist, beweis mir doch, dass du es bist. Und dann glaube ich dir alles. Das ist natürlich, der Beweis muss auf die Logik passen von dem. Genau. Dass deine Logik diesen Beweis annimmt. Und da kann ich, wenn du doch Windows bist, wenn du so besser bist, ich bin jetzt Basic-Logik, beweis mir doch, dass du besser bist. Ich kann, was bei Windows besser ist, kann ich Basic nicht beweisen, weil das wird ihm unlogisch erscheinen. Ja. Und jetzt kommt die andere Seite, das ist die Arroganz. Na, wenn du doch das bist, beweis mir's. Ja. Ich könnte jetzt sagen, dann bin ich so gnädig und ich glaube dir. Ja. Das ist dann diese Forderung. Ja. Jetzt, wenn es mir wichtig war, ob mir einer glaubt, das ist sein Problem, nicht meins. Ja, ganz richtig. Das ist einzig und allein euer Problem. Ja. Aber beschwere dich nicht immer permanent über den bösen Gott. Du wirst gerade merken, die meisten, wo ich hier angesprochen habe, wo ich Briefe kriege, die den Udo dann als Gott ansprechen, als einen Brief, die schreiben, musst du jetzt vorstellen, da setzt sich einer hin und der sagt jetzt irgendwie, diese OP ist dann vielleicht doch Gott und dann schicken sie mir Briefe und beschweren sich bei mir, was ich mir überhaupt rausnehme, dass ich die in diese Scheißdrecks weggesetzt habe. Ja, sag mal, was sind das für Programme?
Ich sage, dass denn ihr Welt, wenn jetzt da ein Geist dahinter ist, dass das eine der größten Prüfungen ist, die Welt ist ein Spiegelbild deines Schwamminhalts, deines Charakters. Es ist immer so. Selber denken, du hast nur eine absolut neutrale Spiegelung deiner Interessen. Solange du Feindbilder bekämpfst und die Welt einseitig besser machen willst, bist du in einer Scheißwelt. Das ist die Masse. Oder jetzt dieses Spiel hier mit Umweltverbesserung. Die müssen nur das zweite Gebot halten. Es ist alles so unendlich erbärmlich da außen. Gibt es keine Welt. Nur das, was du dir jetzt ausdenkst. Und das ist genau so, wie du dir das ausdenkst. Genau, das ist es. Ein Denker, der sich eine Welt ausdenkt, ich wiederhole nochmal, hör einfach zu, ein Denker, der sich eine Welt ausdenkt, was sagst du mal, wenn er einen Hauch von Bewusstsein feststellt, dass das Wort Welt nur ein Wort ist. Wenn wir es separieren, ist es ein doppelt aufgespanntes B-Randopfer. Das heißt, du musst jeden Gedanken, der in dir auftaucht, für den nächsten Gedanken opfern. Sonst gibt es keinen nächsten Gedanken. Ja. Wir können jetzt in den Bordel-Dödel gehen. Tibetanisches Totenbuch. Wenn du ein Meister des ewigen Lebens geworden bist, wirst du von Augenblick zu Augenblick sterben und zwangsläufig von Augenblick zu Augenblick in einen neuen Körper wiedergeboren. Ich habe doch gesagt, dein Körper ist deine Traumwelt, die momentanen Bilder deiner Traumwelt. Jetzt ist natürlich mit dem Sterben interessant. Ich sage immer, SD, die raumzeitlichen Erscheinungen sind erweckte polare Existenzen. SD, Erben. Ja. Was jetzt natürlich noch interessant ist, wir können das anders auch einteilen. Wir machen SDR. Mhm. Das ist das nochmal rot geschrieben, ein Geheimnis. Genau. Da steht schon das GH im, geh wieder zurück. Und Versteck. Das ist jetzt schon bistabiles SD-Eck. Raumzeitlich erscheinendes Eck. Jetzt sind wir schon in Spiegeltetraeder. Und dann kommt Ben. SDR Ben. Das Geheimnis ist dieses Versteck einer verlorenen Existenz. Das ist der Ben. Da wird es natürlich interessant, dass wir hier immer wieder da, in Kleinigkeiten, wenn wir reinschauen, ich müsste mal ganz kurz was da mal auf, dann machen wir mal was. Mhm. Ja, jeder Vers in der Bibel ist wirklich ein arithmetisches Programm. Es reicht, dass du mal das blau lesen. Jetzt warte noch mal einen kleinen Moment. Ich schau mal, ob ich das mal herholen kann. Mhm. So, und dann müssen wir da rüber und dann können wir da mal den Bildschirm übertragen. Warte mal, sieht man das? Na, im Moment haben wir es noch schwarz. Jetzt. Schaut mal her, das ist jetzt drittes Buch Mose 13.1, 13.2. Ja. Ist natürlich auf den Zeilen gelesen, in der deutschen Übersetzung ist es nicht so interessant, aber wir werden uns das, kann man das auch einigermaßen lesen? Ja. Damals erst einmal, wir fangen mal bei dem Vers 2 an. Wenn ein Mensch in der Haut seines Fleisches eine Erhöhung oder ein Grind oder ein Flecken bekommt und es wird in der Haut seines Fleisches zu einem Aussatzübel, so soll er zu Aaron, dem Priester, gebracht werden und zu einem von seinen Söhnen, den Priestern. Mir kommt jetzt das gerade, weil nämlich der Heiner heute Morgen das aus einem Selbstgespräch, wo ich das angesprochen habe. Aha. Hat so eine kleine Sound aus irgendeinem Vortrag von mir oder wo ich gesprochen habe, hat er eine kleine Stelle reingestellt, da erwähne ich das. Aha. Das schauen wir uns jetzt einmal im Original mit Bildern an. Zuerst einmal bleiben wir in dem deutschen Bereich. Seht ihr das? Ja. Wenn man das lesen kann, wenn ein Mensch in der Haut, das hast du schon wahrgenommene Zeichen, AOT. Genau. Das Fleisch wissen wir, ist das Wunder der Gestaltwerdung, wenn wir es separieren. Wir schauen jetzt das nicht noch einfach glauben, können wir machen. Ja. Fleisch. Und jetzt ist, diese Wunder der Gestaltwerdung ist, wir müssen einen Wellenberg aufschmeißen. Das ist eine Erhöhung. Ja. Oder ein Grind. Da wird es natürlich schon ganz interessant. Das ist, mein Reisender fängt an, zu einer existierenden Öffnung zu werden. GR. Ja. Die geistige Berechnung deines Intellekts erzeugt eine existierende Öffnung. Mhm. Wenn wir das nur blau lesen, rot-blau lesen, kannst du es komplett lesen. Ja. Und das ist, oder einen Flecken. Jetzt haben wir wieder unsere Ecken.
Die liebe ich ja. Ich strecke ja eine Ecke. Genau. Okay, und es wird in der Haut seines Fleisches, was natürlich auch die göttliche Botschaft ist, zu einem Aussatzübel. Okay, eine aufgespannte Polaris Joch. Ein Übel ist ein aufgespanntes Polaris Joch. BL, wenn ich BL mit 70 lese. Ja. Das ist der Aussatz, das setzt du nach außen, aus dir heraus, um dich herum. Ja. Jetzt pass auf, interessant wird jetzt schon, wenn ein Mensch in der Haut, es beginnt ganz einfach mit Adam. Da geht es jetzt also nicht um einen Enosch, sondern um einen Adam, weil ein Enosch ist ja schon Aussatz. Genau. Ein ausgedachter Mensch ist ja schon was Ausgedachtes. Der Adam ist nach Gottes Ebenbild. Wenn du dir Gott ausdenkst, ist es nicht mehr Gott. Ja. Okay, dann kommt dieses KI. Ja. Das KI für sich alleine, das ist extrem vielfältig, wenn du das schaust. Ja. So das denn, weil das sind die ganzen immer wieder dran denken, das sind jetzt, so wird es, je nachdem, wo das steht, eigentlich übersetzt, diese unendliche Vielfalt. Wir haben eigentlich schon die KI einzeln stehen. Ja. Das heißt eigentlich wie ich, wie mein Intellekt. Ja. Mhm. Wollen wir es blau lesen? Wie ja. mein Intellekt. Gewiss für wahr, wahrlich. In der Tat, sofern, selbst wenn, geschweige denn, bla bla bla. Mhm. Aber was jetzt noch interessant ist, und das Wort hast auch Brandwunde und Brandmal. Mhm. Unter anderem. Das ist der polare Rand von Gott. Genau. Wunde. B-Rand. Und das ist eine Wunde. Die Wunde, ja, das Trauma heißt ja ursprünglich, das griechische Wort Trauma, die Wunde heißt ja eine Beule schlagen. Wie war das nochmal? Wenn hier eine Erhöhung aus dem Fleisch heraustritt, dann kriegst du den polaren Rand von Gott. Genau. Das sind deine Gedanken, wenn verdammt nochmal. Ja. Wir können aber auch lesen, wie. Das heißt, der Adam ist wie Adam. Er ist HWH. Adam ist praktisch der HWH. Gott der Gegenwart. Wir können auch Adam ist wie Gott lesen, wenn wir es rot machen. Mhm. Okay? Ja. Immer dran denken, Kauf als Vorsilbe wie, J ist Gott, kleiner Gott. Der Adam ist wie ein kleiner Gott und das ist Jahwe. Ja. Der ist männlich und weiblich, Denker und Ausgedachtes und das ist J und die Gedankenwelt H-I. H-I ist das Sein. Ja. Das ist der H-W-H, H und I kannst du immer austauschen. Wenn wir das jetzt anschauen. Es ist wahr, er wird werden, vorhanden sein, befinden, geschieht, geschehen. Der Adam ist wie ihm selbst geschieht. Genau. Okay, seid ihr dabei? Ja. H-I-H und H-B-H, wenn wir die beiden Sachen austauschen, es ist immer sein Geschehen, es wurde, es bleibt, die Gegenwart und so weiter. Gegenwart. Jetzt kommt es im Or. Mhm. Dieses Or ist ganz interessant. Das ist nämlich das Haut oder der Leder. Das heißt, wenn der Adam dieses männlich und weibliche aus dem Paradies herausgeschmissen ist, dann machen sie sich ein Kleid, heißt es, aus Or. Das ist dieses Or. Sie hüllen sich ein in Haut oder in Leder. Das heißt, in wahrgenommene Zeichen und die wahrgenommenen Zeichen sind Le, die Erde, das heißt, eine auseinandergeschmissene Generation. Le, eine auseinandergeschmissene, geöffnete Berechnung und die Erde ist die Generation. Ja. Mhm. Das wird eigentlich beschrieben, das, was ich euch die ganze Zeit erzähle. Genau. Seines Fleisches, seiner eigenen göttlichen Botschaft. Becher. Ja. Das ist Fleisch, das Wesen, das Lebewesen, der Körper, jetzt wieder die Haut, das Männliche, aber dasselbe ist auch die göttliche Botschaft. Hier unten, die göttliche Botschaft, in jedem Wörterbuch. Du hüllst dich ein in deine eigene Botschaft. Du bist Gott. Ja. Wir können das Beschur übrigens jetzt nochmal machen. Beschur, Schur ist ja der Fürst. Ja. Der Anführer, der Hauptmann, das heißt im Haupt, in seinem Hauptmann, in seinen logischen Berechnungen. Genau. Das ist genau diese Geschichte. In jedem Vers gezippt kriegst du diese Geschichte. Jetzt kommt dieses Erheben. Mhm. Das ist ein logisches Ad. Ad ist übrigens das weibliche Du. Ja. Ad heißt ja auch Du, wenn wir das jetzt einzeln übersetzen. Mhm. Hier, Du. Ja. Feminin. Mhm. Das ist die Logik deiner Frau. Oder, jetzt wird es interessant, jetzt kommt der Schorf. Das nennt man auch Grind, ein Schorf. Schaut doch mal, wie das Wort Schorf geschrieben ist. Das beginnt mit Zoff. Zoff ist ja die Schwelle, Schinwelle, die logische Welle.
und Jedi heißt in Schrecken versetzt werden. Das heißt, die Wellen sind eigentlich Spiegelungen aus einer Ecke heraus. Das habe ich so oft erklärt, wie das funktioniert. Mhm. Ja, ja. Oder das nächste, der Hautfleck. Da haben wir die wahrgenommenen Zeigen, sind Facettenlicht in Ecken. Das ist unser Tetraederspiegel. Das heißt jetzt eigentlich, hier, jetzt hast du mal, da steckt das Wort, dies heißt eigentlich hier schwanger sein, mit einem He hinten dran. Ja. Man kann hier schon in einem Berg, Berg immer weg, Geist sind die Erscheinungen. Seht das? Im ja. HR, im Quintessenz Kopf, das ist ja der Berg. Genau. HR, im Quintessenz Kopf, im erweckten Geist sind die Erscheinungen. Und so weiter und so weiter. Das muss man natürlich jetzt nicht alles wissen, aber ihr könnt folgen. Es ist ja genauso, wenn ich jetzt einen jungen Burschen habe, einen 12-Jährigen oder 13-Jährigen, die von morgens bis abends in ihren Smartphone, in Facebook oder sonst was drin hängt. Ich meine, jetzt ist weder positiv noch negativ. Und ich versuche dieser 12-Jährigen zu erklären, wie das Smartphone, die Elektronik und die Software funktioniert. Das interessiert die überhaupt nicht. Ja. Genauso wenig interessieren sich die Leute, was ich jetzt erkläre, das ist das Programm für deine Welt. Selbst diese Erklärungen sind jetzt noch angepasst an deinen Intellekt, an deinem Verstand. Weil wie ich immer sage, solange du mit Basic-Logik arbeitest, kann ich nicht Windows reden. Ich muss Basic reden. Ich habe am Anfang meines Auftrags immer darauf hingewiesen, dass ich zuerst einmal versuche, deine jetzige Basic-Logik, das Wissen der Welt, auszureizen. Dass man nicht nur spezielle Fachgebiete benutzen, sondern dass man das Wissen, ich sage ja immer wieder, unser berühmtes Haar symbolisiert das komplette Wissen deiner von dir ausgedachten Menschheit mit allen Fachgebieten, mit allem, was du deiner Menschheit im Laufe dir von dir jetzt ausgedachten Menschheitsgeschichte an Wissen zusprichst. Das ist das Buchstabe H und das symbolisiere ich als Computer mit Basic-Betriebssystem. Mhm. Und das ist, wenn man den Unterschied zwischen Basic und Windows kennt, ist es nichts. Darum sage ich immer wieder, wie war das so schön nach dem Feynman, wo ich sage, das ist wie wenn du in eine Schimmelpilzkolonie reingehst und du wirst ja nicht erklären, wie ein Computer funktioniert. Ja. Eure Vorstellungen von dem, was ihr Gott nennt, ist so unendlich erbärmlich. Weil deine Vorstellung von dir selbst so unendlich erbärmlich ist. Wie kannst du dir so eine gigantische Welt ausdenken und meinen, du bist ein kleiner, winziger Bröselgedanke von dieser Welt, die du dir ausdenkst? Du bist doch der, der sich's ausdenkt. Begreif doch endlich einmal, solange du in dem Wahn lebst, zu glauben, du hast mit einer Welt, die du dir ausdenkst, nichts zu tun. Wer sollte denn mit den Gedanken, die einer denkt, denn sonst was zu tun haben, wenn der Denker nichts damit zu tun hat? Ja, ja. Das klingt nur, wenn sich der Zweite einmischt, klingt es total komisch. Aber ich rede von dem, was ist. Kannst du irgendwas sehen oder wahrnehmen, du Geist, wenn du nicht dran denkst oder wenn du nicht hinschaust? Es existiert doch immer bloß das, was du siehst oder was du wahrnimmst, was du fühlst. Wo kommt es her? Von da außen und du hast nichts damit zu tun. Ich sage immer wieder, man wird immer entsetzter werden im Alter, wie blöd man ein hier und jetzt ausgedachtes Leben lang war. Du hast es. Dann kommt wieder ein totaler Rückfall, weil man meint, man müsste es irgendwelchen Gedanken von sich selbst erklären. Das müssen doch die anderen auch wissen. Welche anderen? Wenn du ich werden willst, musst du zuerst einmal begreifen, dass du hier in einer Hierarchie ganz an der Spitze stehst. Was dann noch hinter dir kommen kann, versuche es erst gar nicht zu verstehen. Ja. Das sage ich jetzt wieder, wie willst du einem Säugling erklären, wie man lesen und schreiben tut? Ich sage, lass, warte doch ganz einfach, bis er zu einem Schulkind wird. Es ist immer die Neugier, irgendwann kommt die Neugier. Und irgendwann kommt in den Bereich, da interessiert er sich für diese körperliche Sexualität als Trockennasenaffe. Aber das legt dich auch mit der Zeit, wenn du mit Anstand alt wirst. Ja. Dann wirst du feststellen, es geht auch nicht schnell genug. Ja, die Ungeduld. Da gibt es immer wieder neue Facetten und Blüten, wo die Figuren in einem Traum hier aufschmeißen. Das ist, du wirst dich immer wieder, du wirst eigentlich immer von dir selbst überrascht, von deinen eigenen Gedanken, die du denkst. Mhm. Jetzt im Alter kann man dann wirklich sagen, wie schön es ist, wenn man mit Anstand alt wird. Genau, es geht nicht, dass man weg will, aber jetzt, es war jetzt ein hochinteressanter Film mit den ganzen Auf und Abs. Wie in einem Film,
Man zieht es jetzt aus einer, wirklich aus einer heiteren Gelassenheit heraus und man kann sich jetzt überraschen lassen, wie es weitergeht. Das Einzige, was zu einer Gewissheit wird, dass es nicht endet mit dem, was meine Logik jetzt hochrechnet und sagt, das ist der Tod. Ja. Und jegliche materielle Erklärungssucht mit jenseitigem Leben und all das ganze Zeug ist eine riesengroße Falle, das sage ich euch gleich. Weil da immer die Hoffnung ist, dass das nächste Leben im Großen und Ganzen immer noch so ist wie das jetzige Leben, bloß besser. Aber dann wäre es nicht wirklich besser. Immer dran denken an den Menon-Dialog eines Sokrates, den ich mir jetzt ausdenke, dessen Rolle ich auch gespielt habe, dass wenn was vollkommen neu ist, muss es dir falsch, verkehrt und böse und dunkel erscheinen. Genau. Weil wenn du jetzt das Neue noch fassen kannst mit deiner Logik, ist es nicht neu. Basic-Betriebssystem wird niemals eine Windows-Datei fassen können, ja, weil die vollkommen neu ist. Ja. Das bringt es eigentlich auf den Punkt. Wenn du jetzt sagst, immer wieder in das Höhe, in das Himmelreich, ich sage immer wieder, wenn du in Himmelreich willst, dann willst du die Hölle nicht haben, dann bleibst du einteilig. Ja. Der Mittelpunkt ist es, wo beides gleichzeitig kommt. Ja. Immer schön, der Beobachter ist immer die Mitte, aus dem alles entspringt. Habe ich ja jetzt so schön erklärt mit dem Dom-Selbstgespräch, mit der Mitte noch. Du bist immer die Mitte, egal was du um dich herum denkst. Und du denkst es immer jetzt. Ob du jetzt die Grünau oder Weißenburg, das Wohnzimmer oder die Küche, egal was, du setzt dich immer in die Mitte als Geist und du machst dir bewusst, ich sehe jetzt eigentlich nur eine gewisse Blickrichtung, ich kann nach vorne schauen, da fällt es hin, ich kann nach oben schauen, dann fällt es unten. Ich muss nur wissen, dass immer eine Seite fällt. Jetzt immer sehr grob, wie wenn ich immer sage, hier in dem Prinzip der Perspektiven beim Kegel, ich weise immer darauf hin, dass die zwei Extremseiten, Kreis und Dreieck, letzten Endes die erste Form von Vielheit ist. Dass es natürlich in den Schattenwürfen noch viele andere auch gibt, je nachdem, wie ich den drehe. Mhm. Dass die entweder kreisförmiger sind oder dreieckförmiger sind. Mhm. Die lassen wir mal ganz weg. Wir bleiben nur bei diesen zwei ersten. Und das ist eben immer wieder diese Vervollkommnung, dass wenn du dich vervollkommnest, kommst du auf eine höhere Ebene. Dass ich immer sage, du wirst nicht heil, wenn du versuchst, die Krankheit zu bekämpfen und nur Gesundheit haben zu wollen. Ja. Du wirst niemals zu einem Kegel kommen, wenn du das Dreieck bekämpfst, weil du meinst, es darf bloß ein Kreis sein. Mhm. Und das gilt für alles. Du wirst niemals begreifen, was Wetter ist, wenn du meinst, nur Sonnenschein ist schön. Warte jetzt nochmal ein paar Tage. Ja. Jetzt ist natürlich die Panik, das hat man vor Jahren nicht mit der Klima, mit dem Klima. Jetzt ist es ja ganz, ganz schlimm. Vergiss das ganze Gesitz von den Leuten. Die sind alle so unendlich selbstlos. Jeder, der dir was erzählt, will rein aus egoistischen Gründen irgendwas retten. Und es wird alles manipuliert, was man manipulieren kann. Aber das Verrückte ist, dass nicht irgendwo da außen böse Menschen sind, die dich manipulieren. Nein. Der Einzige, der dich manipuliert, ist dein eigenes Wissen. Dieses Wissen, das du zurzeit extrem einseitig versuchst, mit aller Gewalt am Leben zu erhalten. Das ist dein Ego. Ja. Du manipulierst dich letztendlich selbst. Wer sollte dich denn sonst manipulieren, wenn du an der Spitze von allen Ausgedachten stehst? Ein Gedanke von dir? Wie geistlos ist einer, der sich von seinen eigenen Gedanken manipulieren lässt? Also der, wenn du bist, der lässt sich nicht mehr manipulieren. Es lässt sich bloß der manipulieren, der du zu sein glaubst, weil du in der Vergessenheit bist. Und das ist, wie ich immer sage, ein intimes Spiel. Das hat nichts damit zu tun, dass du das irgendeiner Figur von dir erzählen müsstest. Und so immer wieder, das Holo-Feeling ist zwar sehr interessant in einem Austausch innerhalb des Traums auf dieser Figurenebene, aber retten kannst du doch sowieso keinen. Nicht einmal das, was du zu sein glaubst, kannst du retten. In deiner bisherigen Vorstellung von retten. Da ist ja retten, ist ja Überleben. Ja. Die Heiligkeit liegt nicht, die Heiligkeit und die Ewigkeit und der ewige Frieden liegt nicht in der Welt der ständig verändernden Wellen, sondern die liegt in dem, der sich die Wellen anschaut. Das Meer hat keine Angst vor seinen Wellen. Aber der normale Mensch hat eine panische Angst vor seinen eigenen Gedanken. Ja, wirklich. Oh, na. Das Spiel haben wir doch jetzt ein Leben lang gespielt. Ja. Das ist das Geschenk, wo ich sage, wenn ich in jemanden auftauche, egal als wer, ist es ein Riesengeschenk. Und nicht ich bestimme, ob du mir vertraust, das ist die erste Freiheit, die ich dir gebe. Das musst du jetzt entscheiden und du wirst dich falsch entscheiden, wenn du auf deine Logik hörst, weil die fehlerhaft ist.
Das ist jetzt das, wo man sagt, das Herzdenken. Das ganz tief in dem Kann in dir drin ist immer noch ein gewisses Urbewusstsein von richtig und verkehrt. Und wenn du das einmal ansetzt und deine eigene Logik analysierst, wirst du feststellen, wie die dich genarrt hat ein Leben lang. Weil es dir logisch erschienen ist. Logisch ist gut und unlogisch ist schlecht. Das heißt, Basic ist gut und Windows ist absolut schlecht. Von Basic aus gesehen, weil das unlogisch ist. Jede höherwertige Logik ist seit Menschengedenken immer bekämpft worden. Ja. Und zwar immer nur aus dem Thema Macht haben zu wollen. Egal, um was es geht, um welche Religion, ob wir das Religionen, Sekten oder Parteien nennen. Es ist immer ein einziges Macht haben wollen von denen, die sich als Religionsführer oder Parteibonzen an die Spitze setzen von trockenen Nasen auf. Ja. Keine Schuldzuweisung, sondern viele im Führerscheinprüfungsbogen. Bis hin zu Freimaurern in ihren Logen. Da gibt es dann immer die Bessern, die zur Partei gehören, zur Gruppe gehören, zur Sekte gehören, die Welt retten, die Zeugen Jehovas, die Katholiken. Unendlich erbärmliche Kreaturen. Das ist, was ich im Bleinfeld-Vortrag gesagt habe, mach dir jetzt erst einmal deine eigene Heuchelei. Das ist denen ja gar nicht bewusst. Ich sage jetzt nicht den Figuren sowieso nicht. Ja. Du musst jetzt immer dich denken, wenn du mit diesem Programm arbeitest. Weil du spielst ja alle Rollen. Du bist doch der vom Bücherregal. Mhm. Wie würdest du jetzt reagieren, wenn du ein Professor bist oder Arzt an einer Klinik? Mhm. Da ist in dem normalen Programm selbstverständlich, wir wollen Menschen helfen. Aber hilfst du dem Menschen? Was versuchst du eigentlich? Eine vergängliche Erscheinung möglichst lang am Leben zu halten? Ein sinnloses die Menschheit retten? Ein Weltbild retten? Ich kann dir nur eins sagen, das heliozentrische Weltbild, das wird nicht einmal so lang halten, wenn ich jetzt das einmal chronologisch vor mich hinstelle, wie die Scheibe. Das sind Vorstellungswelten. Das ganze naturwissenschaftliche Weltbild mit der Quantenmechanik. Das letzten Endes dreht sich auch hier alles bloß um das Geld. Ja. Das Geld ist eine Sau. Um Forschungsgelder. Wenn da mal im Hintergrund, jeder weiß das eigentlich, der sich beschäftigt. In der ganzen Universitätsstruktur weiß jeder, dass es nur um Forschungsgelder geht. Ein Gier nach Gelder. Die Pharmaindustrie. Die Medizinindustrie, die ganze, egal was es ist, die Milchindustrie war jetzt ein schöner Film, wenn ihr euch angeschaut habt im Fernsehen. Was da für ein Moloch dahinter ist, biblisch Moloch, ein biblischer Begriff, ich gehe jetzt nicht drauf ein. Was da für ein Moloch dahinter ist an Lügen und an Betrügen und an Tierquälerei mit Suggestionen über die Massenmedien. Es ist dieses Geld anbeten hat euch, und das gilt auch für jede Religion, die mögen sich noch so schön, die ganzen Esoteriker, wenn sie von einem Energieausgleich reden. Ja. Gedanken erklären anderen Gedanken, wir beobachten das einmal, Gedanken von uns versuchen anderen Gedanken was zu erklären und wollen dann einen Energieausgleich. Das ist ja, du siehst okay. Das, wenn du jetzt dir das ganz bewusst bloß anschaust. Ja. Das ist gar nicht, was Energie ist. Das ich grinse dann von meiner Stelle und sage, ich bin die Energieleute und von mir wisst ihr überhaupt nichts. Ja. Weil ich alles gleichzeitig bin. Genau. Wenn du zum Wissen anfängst, dann wirst du ich zuerst einmal. Ja. Und dann hast du aber vor keinen Gedanken keine Angst mehr. Dann wirst du einen Gedanken an den Gesunden machen. Das nennen die dann Heilungsprozess. Ganzheitliches Denken und bekämpfen Feindbilder ohne Ende. Holofeeling ist ganzheitliches Denken. Es gibt für Holofeeling keinen Widerspruch. Mhm. Ja. Da ist nämlich richtig und verkehrt, es gehört alles, das sind nur Perspektiven. Ja. Und das sind die Sätze, wenn du einen Satz von mir verstehst, jedes Glaubenssystem, das heißt genau genommen jedes Denksystem, jede Denklogik, die im Widerspruch zu einer Logik steht, die in dir auftaucht, ist zwangsläufig unvollkommen. Mit Holofeeling betone ich immer wieder, ich bekämpfe keine Feindbilder und egal, was einer behauptet, der auftaucht, wenn du Holofeeling verstanden hast, hat er recht. Dann hat er irgendeine Logik benutzt, der zum Denken einen Glauben, den du noch nicht durchschaut hast. Den hast du aber spätestens dann durchschaut, wenn du den sein Leben liest, wenn du dieses Buch liest. Genau. Und wenn du dann wirklich vom Bücherregal bist und du hast es komplett gelesen, dann gibt es die nächste Stufe, das Bücherregal ist wieder Facette aus der göttlichen Bibliothek. Ja. Das sind keine Märchengeschichten, wir reden von dem, was ist. Ja,
Wir reden einfach nur von dem, darum sage ich, zerbrech dir nicht laufend deinen Kopf, das sind ja deine Divisionen. Die Öffnung deines Intellekts erzeugt Visionen. Und dann wirst du mit einer virtuellen Welt konfrontiert. Was ist eigentlich virtuell? Die virtuellen Teilchen? Müssen wir fast mal schnell nachschauen. Warte doch mal schnell. Ob da hier was da drin steht, ob es interessant ist. Mhm. Was die da schreiben. Mhm. Warte mal, ich muss den Bildschirm übertragen. Ja. Machen wir das einmal nochmal. Ich hab's jetzt. Ja. Schauen wir mal, was die schreiben virtuell. Möglich. Damals das Beginn schon Gestalt geworden. Jetzt haben wir uns ein schönes O. Ja. Moment, da fährt. Das ist MG, heißt ja hier jetzt erst einmal der Zauber. Ja, genau, Mag. Magier. Das Mag. Der Gestalt gewordene Geist. Genau. Das O schmeißen wir mal raus. Das ist der Zauber. Da haben wir natürlich wieder der Magier, Mag. Dann ZAUB, immer dran denken, unsere Beschwörungskunst, das heißt, der Magier ist, der eine Beschwörungskunst hat. Aber ist nicht so, dass alles, was du beschwörst mit deinem Intellekt, ist nicht das, was du beschwörst, letzten Endes, das, was du glaubst? Ja. Der Glaube, GL? Genau. Deine Beschwörungskunst des A und B ist doch dein Glauben. Das beschwörst du doch. Du beschwörst doch jederzeit, dass du dich jetzt auf einer Kugel befindest, ohne dir bewusst zu machen, dass du an Meinheit schwörst. Du kannst definitiv beschwören, ohne Probleme, dass man dir erzählt hat, dass die Erde eine Kugel ist. Dass du das in Büchern gesehen hast und in Filmen auf Monitoren gesehen hast. Das kannst du beschwören. Ja. Weil das hast du gesehen, aber niemals die Kugel. Genau. So ist. Ja. So, das ist einmal das Erste. Jetzt machen wir mal hier spaßhalberweise ein O mit zwei Pünktchen drüber drauf. Schmelzen, schwanken, vergehen, Wogen zerfließen. Das ist das große Geheimnis des Zaubers. Gestalt gewordener, aufgespannter Geist ist ein ständiges Aufweichen, ein Schmelzen, Schwanken, Vergehen, Wogen und wieder zerfließen. Genau. Ein sogenanntes Dahinschmelzen. Ja. Da haben wir natürlich Sharm El. Dort ist das Joch. Ja. Jetzt, wenn man die Grundlagen muss man ja bloß nachschauen. Genau. Okay, wir machen jetzt aber nochmal, das wollte ich jetzt gar nicht, jetzt virtuell, pass auf, wir gehen nochmal einen Schritt weiter. Wir haben jetzt nur das Wort. Das Licht. Dann haben wir Get, da haben wir ja schon wieder unseren Gatt. Gatt. Ist 8. Der Geist, der sich öffnet, ist die weibliche 1. 8 ist echt. Ja. Das heißt, ich werde in Schrecken versetzt. Mhm. Kann ich mir wieder sagen, wenn man das weiß. Das ist absolutes JD. Das haben wir übrigens gerade gehabt mit SB-JD bei uns im Grind. Das sind jetzt die Schrecken, Erschrecken, erfüllt, Schreck, erfüllt, Zar, Brocken, Zar heißt zu Form werden und dann musst du auseinanderbrechen, weil dann Unterschiede da sind. Ja. Das heißt, die Formen im Außen, BR, sind polare Berechnungen. Die Geburt von erwachten polaren Berechnungen. ZER, BR. Vielfältig. Jetzt können wir das Ganze noch rot-blau machen. Das ist eine Komplexität, die du jetzt bloß erahnen kannst. Darum habe ich dieses einfache System zuerst einmal gemacht. Ja. Das ist einmal das Erste. Ja. Das heißt also hier, wir sind wieder bei dem Virtuell. Wir waren jetzt bloß das 8 und die 8 ist ja echt. Das heißt, Aleph als Vorsilbe, ich werde in Schrecken versetzt. Genau. Das ist einmal hier, aber das Virtuell, da geht es eigentlich um was. Für ist übrigens dann der Mann. Jetzt passt du mal auf, jetzt schauen wir mal, was der Wikipedia sagt. Zu den virtuellen Teilchen. Ja. Virtualität ist die Eigenschaft einer Sache, nicht in der Form zu existieren, in der sie zu existieren scheint. Du bist ein virtueller Mensch. Weil du in einer Form zu existieren nicht in der Form zu existieren, in der sie zu existieren scheint, weil du eigentlich gar nicht als dieser Körper existierst. Ja, ja, ja. Sondern deine Traumwelt ist die ganze Traum und nicht bloß dieser Körper. Eben. Aber in ihrem Wesen und in der Wirkung eine in dieser Form existierende Sache zu gleichen. Das ist immer die Symbolik mit den Menschen, männlich und weiblich. Ja. Virtualität meint also ein gedachte Entität, ein gedachtes Ende,
die in ihrer Funktionalität oder Wirkung vorhanden ist. Darum spricht man von einer virtuellen Welt, wenn du eine VR-Brille aufsetzt. Ja. Es ist eine ausgedachte Welt. Ja. Das ist das Geheimnis. Ja. Deine Welt ist eine virtuelle Welt, weil du die auf deiner symbolischen VR-Brille siehst. Ja. Zweites Gebot halten. Es gibt keine Welt da außen, kein da droben im Himmel, außer das ER oben hast, eine berechnete oben. Ja, genau. Mhm. Die Sterne existieren, drehen erst aus dir heraus, wenn du sie dir ausdenkst. Das spielt jetzt keine Rolle, ob wir jetzt an Sterne denken, die wir uns ausdenken, an den Himmel denken, obwohl sie nur jetzt in unserem Kopf sind, hundertprozentig sicher, oder ob du die dann natürlich nur nachts möglich in der Welt der Perspektiven auf deine VR-Brille holst. Und dir dann einredest mit einer Logik, natürlich sind die auch, wenn es hell ist da oben, da sieht man es ja bloß nicht, weil wir auf der anderen Seite der Erdkugel sind. Merkst du, das ist schon das Gefängnis. Genau. Diese Grundlage musst du komplett wegmachen, so wie ich aus dem Computer das Basic-Betriebssystem zuerst einmal erweitern muss zu Windows. Das hat noch gar nichts mit den Programmen zu tun. Ja. Genau. Ja. Sonst komme ich in das höhere Denken, in die höhere Geistigkeit gar nicht rein. Und ich muss die Grundlage legen. Tun kannst du nichts. Du bist immer auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, was dir eingespielt wird. Ja. Immer an den Träumen im Geist denken. Mhm. Und da hast du jetzt doch eine gewisse Freiheit. Und zwar die Freiheit ist, du kannst ganz bewusst loslassen. Mhm. An alles, was du festhältst, an deinem Körper, an deiner Familie, an deinem Glauben, bleibst du in diesem Gefängnis eingesperrt bis in alle Ewigkeit. Ja. Lass einfach diese Verwandlung zu. Ja. Mhm. Auch wenn innen alles dein Ego, der Zweite, so massiv rebelliert, weil du meinst, jetzt dann gibt es mich ja nochmal. Das ist ja das Schöne. Den, der du bist, den kannst du nicht geben. Geh ist eben, der Geist ist eben. Das ist die Nulllinie. Ja. Ja, genau. Der Geist ist eben. Ja. Dann wirst du hier zu dem, was man in der Physik die Vakuumfluktuation nennt. Ja. Was ich immer wieder sage, es gibt, ich mache das, ich habe das jetzt zigfach die letzten hier und jetzt gedachten Tage, ich rede jetzt einmal wieder normal. Bitte denk einmal sehr abstrakt. Du brauchst immer, um was wahrzunehmen, einen Unterschied. Mhm. Ein Nichts-Nichts, was das schon nicht bin du. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass wir jetzt einmal zuerst in der Welt der Fläche bleiben. Dir muss erst einmal klar sein, eine Fläche ist kein Ding. Die ist unendlich dünn. Es ist nur eine ausgedachte Fläche, die wir uns vor uns hinstellen. Und wenn ich eine Fläche habe, die unendlich groß ist, dann gibt es keine Fläche mehr. Brauchst du einen Unterschied? Das heißt, wir brauchen einen Punkt. Beim Punkt wissen wir ja schon, ein ausgedachter Punkt ist ja schon eine kleine Fläche. Und jetzt denken wir uns einmal an einen unendlich kleinen Punkt, der hat keinen Radius mehr, der ist eigentlich nichts. Das ist das, was wir All, was wir Gott nennen. Das ist die totale Implosion der Urknall, bevor er geknallt hat. Ja. Aber schon, wenn wir dieses Nichts, diesen Punkt, ich nenne es einfach einmal Punkt, wenn wir uns den denken, brauchen wir genau das Gegenteil. Und das ist diese unendliche Fläche als Kontrast. Wir sagen mal einfach, das weiße Blatt Papier, das unendlich groß ist, wo ein Punkt drauf ist. Wenn wir dieses unendlich große weiße Blatt Papier wegmachen, gibt es den Punkt nicht mehr. Und wenn wir den Punkt wegmachen und wir haben ein unendlich großes weißes Blatt Papier ohne einen Unterschied, gibt es das auch nicht, weil wir, um was zu sehen, einen Unterschied brauchen. Das ist leer. Ja. Dann haben wir jetzt praktisch eine Mini-Fläche, die wir Punkt nennen, die eigentlich nichts ist, und das weiße Blatt Papier, das auch nichts ist, aber das ist dieses L und das L. Jetzt pass auf, wieso ich das jetzt erzählt habe. Jetzt machen wir aus diesem Punkt, der ja zuerst einmal gedachterweise, wenn man hin mal an der Fläche ist, denken wir uns jetzt einfach mal eine kleine Kugel. Mhm. Ein Körper, dreidimensional. Wir stellen uns den jetzt vor. Jetzt gilt dasselbe Prinzip. Dieser Körper ist eingebettet in einen unendlich großen Raum. Jetzt wollen wir diesen kleinen Kugel unendlich klein machen, dass die nichts ist. Ist der Kontrast dazu, dieser unendlich große Raum, der aber auch nichts ist, wenn nichts drin ist. Das heißt, der Raum entsteht erst als der Kontrast zu ausgedachten dreidimensionalen Dingen. Ja. Das ist dasselbe Prinzip. Darum gibt es das Vakuum, die Leere. Darum gibt es das Volumen. Volumen heißt nicht Raum, sondern Rollen. Rollen. Jetzt, wenn du in die Physikbücher wieder gehst, ich erwähne immer wieder, die Formeln stimmen alles super, die Vakuumfluktuationen. Und die sagen, gut, die Luft ist ja schon Atome mit drin, da sind ja schon so kleine, viele kleine Nichts. Ob mir jetzt das im normalen, deiner Logik Sinne gedacht,
ein Universum nennen mit unheimlich vielen Sternen und Planeten. Oder wir denken uns einfach einmal an einen Behälter, der voller Gas ist und da sind Protonen und Elektronen drin, eingebettet in den Raum. Ist nur einmal riesengroß gedacht und einmal riesenklein gedacht, vorstellungstechnisch fast das Gleiche. Ja. Immer Protonen, wo Elektronen rumkreisen, und das nenne ich dann Sonnen, wo Sterne rumkreisen. Ja. Genau. Und jetzt saugen wir die ganzen Sterne aus dem Gefäß raus. Wir staunen jetzt die ganzen Elektronen und Protone, die Gasmoleküle saugen wir raus. Das machen ja die Physiker, angeblich, habe ich aus das Buch heraus. Dann haben wir einen total leeren Raum. Das ist halt das große Problem, die unterschlagen das Gefäß, wo sie sagen, innerhalb des Gefäßes ist es leer, aber das Gefäß selber ist ja dann schon was. Ja. Die haben ja einen Unterschied nach wie vor. Genau. Und die meinen jetzt, da außen ist der Raum auch dann, wenn nichts drin ist. Ja. Wobei beim Urknall geht es dann schon wieder anders, wo sie sagen, der Raum entsteht auch erst mit Urknall, da hat es ja weder Zeit noch Raum gegeben. Ja. Der Urknall ist praktisch, bevor er knallt, ist ein träumender Geist, bevor er zum Träumen anfängt. So musst du das sehen. Und jetzt pass auf, und jetzt gibt es ja die Vakuumfluktuationen. Das ist natürlich auch so schön. Ich muss fast nochmal schnell einschalten. Ja. Pass doch mal auf. Gucken wir mal. Gleich ins Lateinische, dann sparen wir uns das. Schaut, das ist die Grundrate zur Fluktuation. Ja. In Wellen wohnend. Wenn ich mir eine Welle als Plus und Minus vorstelle, dann ist der, der in der Welle wohnt, die Nulllinie. Ja. Wellen brechen, in Wellen geboren werden. Du wirst durch Wellen geboren. Ja. Wellen geboren, Wellen tragend. Du merkst, es ist Fluktio, das Fließen. Fließen. Da haben unser Lieben mit drin, die Facetten lieben, das scharfe S als ein B lesen. Lie. Ist das dann mal Englisch die Lüge? Die genau. Lüge von polaren Existenzen. Ja. Irgendwann wird es klar, dass da nichts, irgendwas im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende von Menschen irgendwie sich weiterentwickelt hat, was wir Sprache nennen. Es ist das, dieses Programm da. Und daraus konstruierst du dir jetzt Welt, Vergangenheit, Zukunft und alles andere, was du dir ausdenkst. Aber immer hier und jetzt. Jetzt gibt es halt so schön diese Vakuumfluktuation. Mhm. Diese Vakuumfluktuation, das heißt, aus diesem Nichts entspringen, das lese in Physikbüchern nochmal nach, entspringen aus, die sagen jetzt, dieses Nichts muss die totale Energie sein. Weil nämlich aus dem Nichts plötzlich wie durch ein Wunder immer ein Teilchen und ein Nanditeilchen entspringen, immer gleichzeitig, und dann fallen die wieder in der zusammen in dem Nichts. Ja. Schauen, ich mache jetzt ein O draus aus dem Spiel, und das sieht es so aus, wenn du das flächig siehst. Ja, ja. Mal, das ist das. Genau. Das ist in den Zeichen schon drin, weil das Energiewesen sind die Stocheion. Ja. Griechisch. Die Buchstaben sind Energiewesen. Das ist eine vollkommen neue Physik, ein vollkommen neues Weltbild. Ich betone das immer wieder, dass dein jetziges Trockennasen auf dem Weltbild um Lichtjahre überragt. Die maßloseste Selbstübersetzung sage ich immer wieder, wenn der Trockennasenaffe sich selber als vernunftbegabtes Wesen anzieht. Gedanken sind niemals vernunftbegabt, zumindest nicht vernunftbegabter wie der Denker, der sich die Gedanken denkt. Du limitierst dich immer auf das, was du glaubst. Betonung liegt auf Tieren. Ja. Mhm. Dieselbe Geschichte, stimmt, aber immer irgendwie faszinierend. Soweit ich die Physiognomie der Pixelmännchen zu deuten weiß. Das. Genau. Das ist natürlich auch wieder nur Interpretation von Informationen. Ja, aber ja. Jetzt die Pixelmännchen selber die Gefühle habe, die ich ihnen zuspreche. Oder ich Skype als Udo Brösel jetzt und dann sehe ich ein Pixelmännchen mir gegenüber und dann sage ich, du hast Fragezeichen auf den Augen. Denke ich mir ja Kiste aus, weil ich sage, da ist jetzt irgendwas fällt da. Mhm. Aber ja. Für mich ist das vollkommen bewusst. Ich muss in dieser Ebene mit euch in eurer Sprache kommunizieren. Das heißt, wenn ich mit Basic mich unterhalten will, muss ich Basic reden. Und das Einzige, was ich zurzeit bestrebt bin, in deinem Traum als Brüssel oder dein Basic, das da mal zu sagen, was da alles drinsteckt in der Sprache, wenn man sich einmal löst von dem einseitigen Wertesystem, das du zum Denken benutzt zurzeit. Mhm. Dass man das verfolgt. Mhm. Ich sage jetzt nicht einmal, wenn einer was anders behauptet, dass der nicht recht hat. Selbstverständlich hat er recht, aber nur ein bisschen.
Jetzt könnte ich da sagen, das ist wie wenn einer behauptet, ein Auto ist ein Kabelstecker. Ein Kabelstecker ist ein Teil von einem Auto. Ja. Mhm. Eine Stadt ist ein Gulli-Deckel. Kennst du einen Gulli? Ja. Ist doch ein bisschen richtig. Ich kann natürlich sagen, eine Stadt ist ein Bürgermeister. Gehört auch dazu. Ich sage, du musst begreifen, was Chatdecken bedeutet, weil das magst du doch schon laufend. Wenn ich jetzt in einem Gespräch, wenn wir uns jetzt irgendeine Stadt ausdenken und ich rede jetzt dann weiter und wir denken uns da auf einen Einwohner rein, dann denkst du bei dem Stadt eigentlich keine Bilder. Du bist eigentlich schon im Chatdenken, das ist da bloß noch mir nie aufgefallen. Ja, genau. Mhm, ja. So ist das Leben. Es ist. Und das, darum sage ich immer wieder, hörst dir an und hörst dir an bei Zeiten, dass trotzdem älter werden müssen. Ihr wisst, wenn ich immer wieder sage, wenn du jetzt 20 bist und du hörst es als 20-Jähriger, da hast du eh so viele Interessen, es ist so sinnlos. Lass es laufen, lass es genauso laufen. Wenn es so sein soll, wird sich das schon richtig entwickeln. Ja. Aber wenn du mal im Hinterkopf hast, dass das Figuren in einem Traum eh, dass das nur Facetten von dir selbst sind, egal wen du denkst. Das ist immer der Große, wenn du dann hier vom Sohn zum Vater wirst. Ich bin eins mit dem Vater. Das heißt eigentlich definitiv, ich bin doch der, der sich das alles ausdenkt. Mhm. Wird unsere Kombination Ab und Ben, der Vater, AB, aus 1 war 2 und Ben, die polare Existenz, das ist der Adam. Ja. Der ist jetzt aber wieder Denker und Ausgedachtes. Und der begreift dann irgendwann, hey, das Ausgedachte bin ja alles ich. Alles ich. Ich bin ja die 200 Gramm rote Gnede, die ständig ihre Form verändert. Das, was dabei ewig ist, bin ich. Ich muss ja irgendwie das in Worten bringen, darum ist ganz, ganz wichtig, dass man das mit dem Rot verstanden hat. Ja. Große Hilfe. Dass man durchaus was denken kann, was man eigentlich nicht denken kann. Ich kann wissen, was nichts ist, aber sobald ich das beschreibe und sage nichts, ist es ja schon was. Ist es schon. Beschreibung ist schon etwas. Mhm. Eine schöne Sache mit der Stille, ich fange nicht nochmal an. Na. Das ist wieder die Polarität, die wir brauchen. Wir brauchen den Unterschied. Und du brauchst für Gescheide, Geschieden, Gescheid steckt das Geschieden, das Scheiden schon mit drin. Das sind wissende Menschen. Gescheide Menschen, das ist der Satan. Scheidan. Mhm. Das ist der Satan, der ist gescheit. Der trennt nämlich in richtig und verkehrt. Und er will nur das Richtige haben. Zumindest das, was ihm seine Logik vorgaukelt, das richtig ist. Und er meint, es wird immer besser, seine Vorstellung von richtig, wenn er das Verkehrte bekämpft. Egal, ob das Verkehrte jetzt Krankheiten sind oder andere Ansichten sind, dann reißt du dich selbst in Stücke. Das Scheidern. Genau. Dann lebst du als eine Facette in deinen eigenen Divisionen, obwohl du im Meer das Ganze bist und alles bist, was in dir auftaucht. Das bedeutet Bodophilie. Ja. So. Wunderbar. Jetzt haben wir uns aber wieder eine schöne Geschichte erzählt. Ganz Neues. Und ihr wisst, ich sage nicht, dass ich euch nichts Neues erzählen könnte, aber bevor das nicht schlafwandlerisch installiert ist, ist alles Neue für die Katz. Ja, genau so ist es. Na, ein riesengroßes Danke. Wirklich. Ihr wisst doch, lasst uns den danken, der uns ausdenkt. Ja, danke an den. Das muss ich jetzt der Brösel an, den Schuh muss ich jetzt der Brösel ansehen, der uns drei Pixelmännchen ausdenkt. Ja. Der jetzt sich immer noch mit dem verwechselt, der vor dem Computer sitzt. Ja, genau. Oh. Ein Buch, das ich schon längst gelesen habe. Ja. Schön. Dann macht es einen Sinn. Jetzt lassen wir es aber gut sein. Ja. Wir lieben dich unendlich. Guido, ihr wisst es doch, was wäre ich ohne meine Donis? Ja. Das sind immer die ersten, sind die hartnäckigen Doni, die Geschichte. Da habe ich immer so oft erzählt. Für den, der vom Computer sitzt, vielleicht, wenn er es das erste Mal hört, wenn er so weit überhaupt reingehört hat in die Datei, was immer wieder, wo der Toni jetzt eine raumzeitige Geschichte beim Udo anruft, weil Ich bin du gelesen hat, das erste Buch. Da hat er es noch nicht richtig durchgehabt, dann wollte er unbedingt hier mit dem Auto, mit dem Udo reden und ihn besuchen. Und dann habe ich gesagt, jetzt liest, wenn du fertig bist, liest es nochmal. Ein zweites Mal, fang gleich wieder von vorne an und wenn dann immer noch Interesse hast, dann kannst du langsam einmal anklopfen. Genau so ist. Und mittlerweile, da hat es ja noch nicht so viel gegeben, mittlerweile gibt es ja einiges mehr zum Lesen. Das wächst ja mit dir selber. Ja.
genau. Und es ist immer auf dem Film. Und dann jetzt noch für den, der vom Computer sitzt, der uns jetzt ausdenkt, also der Geist im Hintergrund, wo dann ein Doni, der sein ganzes Leben eigentlich eine Leidenschaft gehabt hat mit Bergsteigen und Bergretten in die Natur hinaus, dass der dann im Alter sagt, ich hätte nie geglaubt, dass ich so viel Freude habe, dass ich morgens um 7 Uhr aufstehe und den ganzen Tag, von morgens bis abends über Wochen, nur Hebräisch-Wörterbuch lese. Nicht einmal einen Roman, sondern Hebräisch-Wörterbuch anschauen, die Zeichen anschauen mit der Vatersprache, was für eine Tiefe, was da für Geschichten, was für Verständnisse in einen aufgehen, das kann dir die Natur, so schön die ist, nicht geben, weil es eine ganz andere Ebene ist. Ich kann jetzt mich interessieren, einen Film anschauen und ich kann mich dafür interessieren, wie es funktioniert. Wenn man dann wirklich der kleine Neugierige wird, ist die Funktion viel wichtiger wie das, was eigentlich die Oberfläche darstellt. Ich muss da ganz kurz immer sagen, beim Fernseher reparieren habe ich gesagt, wenn du einen Film anschaust, das erste, du hast einen Film auf dem Fernseher, dazu brauchen wir einen Fernseher. Und dann ist der Film, sind Märchengeschichten. Es sind einfach nur Märchengeschichten und dann ist das erste, dass du zuerst einmal die Märchengeschichten, die Metaphern in diesen Geschichten verstehen musst. Wenn du diese Metaphern von den Geschichten irgendwann einmal durchschaut hast, würde dich interessieren, wie funktioniert eigentlich dieses Gerät, wo diese Geschichten auftauchen. Und dann komme ich ins Spiel und dann gehen wir hinter den Fernsehen und dann machen wir das DEC-L. Dann tun wir den Deckel zuerst einmal wegmachen, dass wir da reinschauen können. Und dann habe ich ein paar Messgeräte, das sind die, ist die Vatersprache. Und jetzt ist interessant, wenn ich dir jetzt das mal symbolisch diesen ganzen Ablauf, was da drinnen alles abläuft, was man mit Messgeräten und Oszilloskopen uns ja anschauen können, wenn ich dir das jetzt zeige, wie das da innen aussieht, das hat mit dem Film auf dem Bildschirm überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist die andere Ebene. Wir können beim Computersong dann auf die Programmebene, die binären Strukturen runtergehen. Das ist immer wieder dieselben Metaphern für dasselbe Beispiel. Dann muss dir jetzt erst einmal eins klar sein. Ich kann dir das nur zeigen, wenn vorne auf der anderen Seite der Film weiterläuft. Ja. Wenn der ausgeschaltet ist, kann ich dir das ja nicht zeigen. Aber der Film wird jetzt total uninteressant. Das heißt, das, was du zurzeit dein Leben genannt hast, was du drum gekämpft hast, was deine Interessen waren, deine Freuden waren, wird vollkommen uninteressant, wenn du dich anfängst, dafür zu interessieren, wie du funktionierst. Ja. Dann muss es natürlich immer noch weiterlaufen. Aber es wird uninteressant. Die Funktion wird interessant. Dazu musst du aber zuerst wissen, wer du selbst bist. Darum, ich sage, ich erkläre dir zuerst, wer du bist. Du bist etwas Ewiges. Ob du es glaubst oder nicht glaubst, du Geist, wenn du uns, mich jetzt und die Doni sprechen hörst, die die ausdenkst, plus den, der jetzt vom Computer sitzt, der du zu sein glaubst. Du bist ewig. Und ich wiederhole nochmal, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, in dem Wahn deines Intellekts, wenn du den nicht vervollkommnest. Ja, ja. Mhm. Und Vervollkommnung ist nicht irgendwas vernichten müssen, sondern vervollkommnen. Das, was fällt, hinzufügen. Das mache ich dich auf dem besten Weg, öffne ich dich mit Hodefeeling. Mhm. Und das ist das Spiel, das spielst du mit dir selbst. Und jetzt lassen wir es gut sein. All meine Liebe in euch. Wir lieben dich unendlich. Tschüss. Danke.